So Leute, perfekt. Hallo Leute und herzlich willkommen zu Red Dead Redemption für YouTube Part 5 und für euch Twitch der zweite Stream. Schön, dass ihr wieder vorbeischaut. Wir werden uns heute um das Ballard-Zwillinge-Outfit als erstes kümmern. Dafür müssen wir einmal nach Feast Landing, hier auf McFarlane's Ranch ein bisschen was machen und Teil 5, was sich wahrscheinlich ziehen wird. Wir müssen warten, bis ein Event ausgelöst wird. Wir machen einfach mal hier auf Verfolgen und dann sehen wir, dass das meiste hier ist bei Feast Landing. Wir werden aber hier direkt unsere ersten Ziele machen können. Schauen wir, wie spät haben wir? Okay, wir haben genug Zeit, okay. Gut, so, wir machen als erstes das Hufreisen werfen, was wir hier in auf McFarlane's Ranch gewinnen müssen. Ich kann das nicht mehr. Aber es dürfte gar nicht mehr so schwer gewesen sein. Oh, 1 auf 1. Ich muss einfach nur gewinnen. Ich weiß nur ungefähr den Trick. Also so. Take a look at that throw. Okay. Okay. Das ist gar nicht mal so schlecht. Not bad. Überspringen das mal, damit es ein bisschen schneller geht. Weil das ist wirklich ein bisschen nervig. Okay. Gus McCloud hat keinen einzigen Punkt. Oh, das wird sein, das war recht gut. Er trifft mir an den Ring. Oh. Okay. 3 Punkte. Mal sagen wir schnell durchlaufen, weil Hufeisen werfen ist wirklich nichts Spannendes. Müssen wir, glaube ich, danach nur noch einmal machen. Ups. Glaube ich, für ein anderes Outfit dann. In einem Gebiet. Was? Man da Hufeisen werfen, nichts Besonderes. Geht recht schnell, wenn man es versteht. Und der Gegner ein bisschen dumm im Kopf ist. Wie jetzt gerade zum Beispiel. Dann hat er keinen Punkt, ich habe 4. Aber jetzt muss ich stämmig glaube. Mega dumm an. Dumm ist 1 Punkt. Es kann ein bisschen dauern, bedeutet, ich werde wahrscheinlich für euch auf YouTube das müssen entweder vorspülen oder rausschneiden, weil entweder ich war kacke oder es ist einfach stinklangweilig, damit das Video nicht eine halbe Stunde geht, reimer. Das ist nicht so unwahrscheinlich. Hey, der Typ hat einen Punkt. Egal. Okay, das Level ist noch einmal und dann noch plus 1. Locker machbar. Pass auf, hui! Did you see that? Das war knapp. Gut, aber das brauche ich gerade Vorschuss, es geht eigentlich gerade recht schnell, ne? Obwohl, mal gucken. Und haben wir am Ende das Video wird, weil das Video mehr lang wird, dann werde ich das ein bisschen ausschneiden. Scheiß. Bäh. Hallo Tanja. Schön, dass du mir bei Hufeisen spielen zuschaust. Wie geht es dir?
Ich habe ähnliche Musik liebe. Boom. Das ist eines der besten Games. Auf jeden Fall. Red Dead Redemption wunderbar. Und wenn dann hoffentlich endlich mal dann im Herbst der zweite Teil erscheint, wird er hier gestreamt. Und wenn er rauskommt, wir werden schon dann draußen, aber nee. Komm, die 2 Punkte schaffen wir jetzt. Hui. That's better. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Hallo Katze. Mist. Was, wie kann der immer noch nur einen Punkt haben? Bin ich so gut? Ich bin nicht so gut. Naja. Hui. I'm available for private tutoring. Okay. Gewonnen? Wo habe ich nicht mehr gewettet als 1? Ha! Gewonnen? Allein da ich die Leute umrennen kann, ist schon das Beste an dem Game. Leute, das zweite Ziel können wir auch noch schnell machen und so müssen wir die Nachtwache hier abschließen. Relativ langweilig, wir müssen eigentlich nur den Hund verfolgen. Hund ein bisschen folgen. Und ein Verbrechen lüften. Oh ja. Komm, Doc. Bewachen wir diese wunderbare Farm. Vor der Morgenanbruch. Müssen wir übrigens auch 100% so oder so mal an den Job. Und so wie ich weiß, später für ein Outfit auch nochmal. Mach ich gerade aber auch nochmal. Red Dead Redemption schon lange mal gespielt, da. Allein die Kulisse macht Spaß, genau. Und Leute umhauen. Nicht umhauen, umlaufen. Umlaufbahn oder so. Ach Hund, du bist ein süßer Hund. Die Hunde sehen in jedem Game gleich aus, ich merke schon. Komm, Doggy McDog Dog. Oder so. Nee, ich einfach Stefan. Komm, Stefan. Stefan? Stefan! Wo will Stefan? Hallo? Wie ist ein Hund falsch? Ja, das ist mein Haus, lass mich. Bumm. Das gehört ein Gestöhne. Und? What have you got? Hard to kill, mister, but I'm the man for it. Beide. Okay. Uno. Due. Schießt er? Hat er... Erledigt. Hab das Glas und noch nicht. Das bekommen wir erst in der nächsten Mission. Wir hätten ihn fangen sollen. Als ob, Leute, das größte Glück, was wir haben können. Leute. Oh.
Das ist mega gut. Wir haben eigentlich, was ich dachte, das Nervigste hinter uns. Okay. Um jetzt Aufwärts zu bekommen, müssen wir wohl die nächste Mission erst machen. Das machen wir später. Das heißt, eigentlich noch nach Fieslanding. Und wir müssen noch mal nach Amatillo. Okay. Krieg mal hin. Also im Gym-Bereich. Machen wir das Outfit. Also das Outfit können wir erst später absolvieren. Schade. Uah. Uah. Komm, mein schwarzes Ross. Wir reiten Richtung Das Geile ist halt an Game. Muschen. Stopp da. Das ist schon richtig. Das Geilste an dem Game. Das Rumreiten allein schon. Das schöne Wilden Westen. Bin mit dem Pferd. Das. Was machen die Nachbarn? Das ist so cringe. Huch, ein Fragezeichen. Na, servus, ne? Guten Tag. What you searching for, partner? I've been gathering some flowers for my wife. She's waiting for me back in the cabin. That's very sweet of you. And we've been together 50 years now, me and my darling Annabelle. She's always loved these wild fever few that grow around this place. You know. But she's getting on now in years, and it's hard for her to get up and about. So I want to bring her a lovely bouquet for our anniversary. I've seen quite a few flowers in my travels, if you'd like to help. Oh, yeah. Listen, these old fingers ain't what they used to be. Yeah, I'd love it. Sure, bring me any pretty ones you find, huh? Don't let the grass grow under your feet. Dann machen wir ebenfalls später. Pferd. Wird ein Spaß, hier dann in der Zombie-Apokalypse rumzureiten. Irgendwann. In Monaten. Monate später, wenn ich mal Lust drauf habe. Dann reiten wir mal in die Richtung weiter, ne? Konnte ich lesen, was wir jetzt für Blumen brauchen? Ich krieg das schon hin, okay? Ich kann mich erinnern, es gibt ein Fragezeichen, was ich nicht geschafft habe damals immer. Servus. Ist auch ein Haus. Und der Schneider war hier. Hä? Warten. Entschuldigung. Hä? Gerettet. Mike, gern mal was mit dir? Cheater? Ich cheate nicht. War der Schneider nicht hier? Verschossen. Ist das... Ich hab ne Idee. Pferd! Das Pferd da hinten. Hallo. Können wir das überhaupt? Perfekt. Servus. Wir schlagen einfach mal unser Lagerfeuer auf, dann speichern wir und dann ist Tag. Dieser Plan klingt super. Perfekt. Oh, wenn es im Fieslanding immer dunkel ist, merkt doch keine Sau, ob Tag oder Nacht ist. Oder haben die jetzt ein neues Uhr? Oh.
Fast die Richtung. Die richtige Richtung. Die Kinder mal durch. Ich bin auch dahin geritten. Blickt das? Blickt der zwar jetzt nicht so richtig? Aber okay. Oh, Servus, willkommen im Schießlanding. Humor. Schneider! Schneider? Hallo. Schneider hat geschlossen. Kommt er schon? Geht's hoch? Ach, servus. Ein Arzt? Den brauche ich aber nicht. Ich muss zum Schneider. Muss ich jetzt endlich warten, bis der Schneider geöffnet hat, oder was? Schau mal, Mann. Servus. Warum hat der Schneider nicht geöffnet, Alter? Was ist da hinten schon wieder los? Ist der ins Wasser? Komische Start, ich merke schon. Jetzt hallo. Mir klappt heute irgendwie nichts. Kann das sein? Ist er jetzt da? Kommt da welche ein bisschen rum? Muss er jetzt schon geöffnet haben? Ich habe eine Idee. Ich mache jetzt mal das andere Ziel. Das war. Schulzis Landing, das weiß ich, wo es ist. Dann machen wir das erstmal. Dann dürfte er da sein. Okay. Leute, kommt mit. Ich weiß doch noch, wo es war. Es war hier irgendwo in der Ecke. Fertig, ich gehe mal kurz durch dich durch. Na gut, oder so. Servus. Ich bin's. Oh, war es drin? Nein, nee, das war drin. Ja, ich weiß wieder wo. Blame voll ist online. Ja, super. Ich weiß überhaupt im Stream, ich glaub schon. Hallo Katze. Danke, dass du mich so erschreckst. Katze sehen? Dann folgt mir auf Instagram. So hab ich die Kiste, oder? Ha! Hab ich gut. Ich hatte die Treppe. Läuft wunderbar. Wo ist jetzt mein Pferd? Da hinten. Warum kann das Pferd nicht einmal da stehen bleiben? Danke. Katze, dir geht's gut, oder? Ups. Na gut, haut du nicht ab. Schneider. Katze, chill. Ich würde sagen, wir gehen kurz nach Armadillo. Und machen erstmal das. Da müssen wir eigentlich auch nochmal warten, glaub. Das. Ich meine, wir haben das Nervigste eigentlich hinter uns. Das ist ein Vorteil. Machen wir einfach schnell die Pony-Mission. Damit wir die Nachtwache da machen können. Ich glaube, das ist das Beste. Mal Blume. Die brauchen wir, glaube ich. This looks like the one.
sein. Boah, bin ich gespannt. Was wir da alles machen müssen. Da erkunde ich mich bis zum nächsten Stream mal drüber. Wenn wir das eventuell schon mal angehen können, dann. Ich schalte mich so gerade um. Auf nach Armadillo. Einfach da lang. Da sind wir in Armadillo. Ich wusste, die Wecker immer so groß ist. Damals kam es mir viel größer vor. Aua. Jetzt warten wir, bis so ein komischer Typ kommt, hier was hinhängt dran. Oh gut. Wir warten halt. Ob das der Typ, der das aufhängt. Bitte. Bitte lauf nach links. Hey, der verkauft Zeitung. Wir warten einfach mal. Ich glaube, das ist ein Aufruf, wo wir wirklich viel warten müssen. Oh hey, lass mal alles 100% zu machen, ne? Okay.